So, dann herzlich willkommen zur Abendausgabe von JFD Brokers Live TV. Heute konnte der DAX ja kräftig zulegen. Am Wochenende wurde hierzu ein Stop-Buy-Setup vorgestellt mit Limit 9.435. 435 und ein zusätzliches lief am Freitag noch bei 9.360. Hier wurde ich jedenfalls ausgestoppt bei dem unteren Tief. Ich habe das einfach zu eng nachgezogen. Der Ursprungsstopp lag bei 9.260 oder 50 Punkten weiter unten. Bei diesem Setup gab es dann einen Anstieg bis auf 9.581 Punkte. Bei 75 etwa rund habe ich sozusagen erwähnt, Teilverkäufe wären jetzt sicherlich nicht das Verkehrteste. Und das war jetzt auch im Endeffekt fast der Höchstkurs plus minus 5 Punkte. Das ist jetzt hier die nachbörsliche Kerze zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr. Die US-Futures erleben größeren Rückgang, 60 Punkte im Dow Jones und im Nasdaq sind das Ganze 20 Punkte von dem Schlusskurs. Hier konnte also nicht ganz das Short Limit erreicht werden. Das waren jetzt hier nicht nur hier für dieses Long-Szenario, Verkaufslimite, sondern eben auch antizyklische Short-Limite mit einem Stopp bei rund 9.800 Punkten. Allerdings wurden ja hier, wie gesagt, Teilgewinne sollte jeder hier realisiert haben, weil ob jetzt 20 Punkte hin oder her. Ja gut, muss jeder selber entscheiden. Also hier hat es trotzdem gepasst, das Szenario ist aufgegangen. Das Short-Szenario ist leider noch nicht aktiviert worden. Ganz kurz, was nicht auch gepasst hat hier, das SAP. Die SAP-Aktie, da bin ich davon ausgegangen, dass die 70-Euro-Marke hält und nicht mit einem Gap-Up durchstoßen wird. Das sah nicht zu fest aus, der wieder zu markant. Alles andere, in etwa wie eine Airbus oder sowas, lief ja hervorragend. Ich meine, das SAP wurde jetzt auch nicht komplett speziell so vorgestellt, nur hier in den Videos. Zum Nasdaq, weil mich da jemand angesprochen hat, ja, das sind eben auch Verkaufslimite. Das Kaufsignal lag hier unten. Auch schon hier wurde Teilgewinne mitgenommen, beziehungsweise in den Videos erwähnt, dass hier Teilverkäufe natürlich sinnvoll sind. Dann gab es auch einen Rücksetzer. Jetzt stehen wir fast oder ja, lagen wir 200 Punkte im Plus. Die Short Limits sind weiterhin gültig, da aber allerdings in der Nachbörse der Nasdaq auch schon gefallen ist, ist es natürlich fraglich, ob die erreicht werden. Höchstwahrscheinlich wird es eben jetzt hier ein Gap Close folgen bei etwa 4.170 Punkten bzw. 80, also hier dürfte der Index dann runterfallen, um dann womöglich nochmal den Angriff hier oben anzunehmen. Wir schauen gleich den Tageschart an. Doch nur kurz noch zu den Big Playern. Die Alphabet hat auch heute nicht, sage ich mal, das ganz obere Kursziel. Hier wurde ja schon das ein, der verlassene Aufwärtstrend ja erreicht, habe ich auch schon gesagt, hier Verkäufe, aber allerdings hier ist jetzt Schwäche drin, hat er auch heute nicht ganz eben hier oben das Kursziel erreicht. Dagegen die Amazon.com Aktie war exakt, lief es hier hin, dort lag auch das Kursziel, heute bricht er eben mit einem Gap weiter aus. Hier wäre noch im Mitt der Nasdaq womöglich dann noch im Verlauf dieser oder nächste Woche 5.080 sogar möglich.
Aber hier hat man schön das Tief mit zwei verschiedenen Käufen. Dann der zweite Kauf dann nicht, aber der erste Kauf, er wurde erwischt. Das Nasdaq. Hier ist der Nasdaq. Das eine Ziel bei 4230, da liegt der EMA 38 und mit diesem Gap Close womöglich, hier liegt ein offenes Gap, weil vom 1. Februar kann er den EMA 62 dann anlaufen. Aber auch hier wäre jetzt ohne die EMA 50, EMA 62, wenn man nur den EMA 38 hätte, wäre hier die Aufwärtsbewegung eben zu Ende und eben ein Rückfall bis 4130, 40 möglich. Wie man eben auch jetzt nachbörslich sieht, ist es eben gut möglich, dass eben hier der Index fällt. Alle weiteren Setups, Apple läuft ja noch, da sollten alle im Plus sein. Und konnten heute auf Tageshoch dann wurde der Handel dann beendet. Für morgen lasse ich erstmal die Short Limits da oben. Sollte ich am Rechner sein, werde ich die Limits nach unten setzen. Aber es könnte ja auch der asiatische Handel überraschen und der DAX startet mit einem Gap Up. Und dann werden die Limits sowieso ausgeführt. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und bis morgen dann.